Lieber Freund und damit ein herzlich willkommen zu God of War. Schön, dass ihr einschaltet. Mein Name ist Aldunel P und wir machen jetzt weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und so müssen wir das nächste Riemen öffnen. So, Ziele. Den Hammer hinauf gelangen, ja. So. Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Und da waren auch keine Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Okay. Boah, sieht das nice aus. Ups. Können wir hier Fotomodus machen? Oh ja. Das sieht nice aus. So. Wie drehen wir den Hammer, damit er neben der Spitze landet? Das ist nicht möglich. Wir schneiden ihn los und bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Du kannst gerne etwas anderes vorschlagen. Tja. So, da wären wir auch. Die Schlaufe lösen. Was jetzt? Festhalten. Oh. Oh oh. Ist keine gute Idee. Stille Kopf. Schmeck. Hat nicht funktioniert. Ein Stück weit gefallen. Tja. Ein Weg zum Kopf des Hammers finden. Runenweber Kriegsgürtel, seltene Hüftrüstung. Eingestürzt. Mhm. Das ist eine Sandschale, aber wie kommen wir dahin? Wir gar nicht. Was steht da? Hat die Zeit ihre Ordnung vertan, kommt man ans Ziel nur umgekehrt ran. Umgekehrt? Also rückwärts? Die Symbole. Jahreszeit. Ja, aber alles ist durcheinander. Heißt es nicht Winter, Frühling, Sommer, Herbst? Warum Winter zuerst? So hieß es in einem Lied von Mutter. Oh, das kenne ich! Winter! Stillkopf. Musik mag er auch nicht. Schon gut! Winter, Sommer, Herbst. Los. Vetür. Höchst. Sumar. Sumar. Nee. Das war nicht richtig. Ja. Hm.
Klar. Jetzt aber. Tu es. Vetür, Bauer, Sumar, Heust. Vielleicht muss ich die zwei ändern. Auch nicht. Hat nicht funktioniert, aber das ist sicher die Reihenfolge aus Mutters Lied. Ja. Winter. Noch immer nichts. Junge, wie war die Reihenfolge im Lied? Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Das bestimmt Herbst, Winter, Frühling. So. Schreib es. Vetür, Bauer, Sumar, Sommer, Herbst. Was? Hat nicht funktioniert, aber das ist sicher die Reihenfolge aus Mutters Lied. Komisch. Ah. Okay. Tu es. Vetür. Sumar. Ah, nee, das ist falsch. Vetür. Nee. Umgekehrt, Jungs. Was? Ja, habe ich auch gemerkt. Vaur, Sumar, Vaur, Vetür. Das Rätsel. Winter kommt zuletzt. Na also, Bruder. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Boah, jetzt komm. Schreib es. Höchst. Sumar. Wohl. Wetür. Ja.
Wurde auch mal Zeit. Mann. Dieses Wort. Thola, das heißt andauern. Versuch es. Thola. Gut gemacht, Junge. Schreib es nochmal. Thola. Wir steigen. Die Energie hebt die Plattform. Schreib weiter. Thola. 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 Kopf, wie ist das möglich? Meine Vermutung? Zeitmagie, gefährliches Zeug, mit dem die hohen Wartengötter früher gern spielen. Die Fähigkeit, die Zeit einzufrieren, war sogar eine Lieblingsbeschäftigung von Jörn. Früher? Wieso haben sie aufgehört? Tja. Wie sich zeigte, wandern auch Sonne und Mond nicht mehr über den Himmel, wenn man die Zeit anhält. Leider hält es nicht die Wölfe auf, die stets darauf lauern, sie zu zerfleischen. Also beschlossen sie die Zeit über den Himmel. Ich komme nicht an die Schale. Was? Schreib schnell weiter, bevor der Boden einstürzt. So, da werden bestimmt noch mehr Gegner kommen. Und zwar starke Gegner wahrscheinlich. Wieder blockiert! Los. Okay. Das war knapp.
Scheiße, scheiße. Nein! Mann. Okay, 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 komm. Oh shit. Da haben wir noch Glück gehabt. Oh. Alter. Endlich. Gut gemacht. Danke. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß. Peter. Ort entdeckt, der Hammerskopf. Okay. Mhm. So, wir sind gleich da. Wurde auch mal Zeit. Wie bekommen wir ihn frei? Wir schieben. Aber vertrau mir. Bereit? Leg deine ganze Kraft hinein. Jawohl! Los, los! Was ist mit uns? Wir springen. Wirklich? Komm! Oh ja. Hab keine Angst. Warum sollte ich? Ich hab dich. Oh, scheiße. Ihr seid irre, Ian! Alles gut. Gut. Wir müssen da weiter. Haben wir noch Glück gehabt. Oh Mann, oh Mann. Schnell raus hier, bevor wir platt werden. Die Spitze! Eins muss man den Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Kopf. Ich denke stets daran. So.
Dann weiter geht's. Wohin? Oh shit. Da haben wir noch Glück gehabt. Hey, ich möchte nach unten. Modi. So, da waren andere Charaktere, die ich noch nicht kenne, oder? Modi? Wer war das? Kenne ich nicht. So. Das waren die, die bei Baldur waren. Oh ja. Ja, Magni und Bo. Stimmt. Die Söhne von Thor. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung. Kommt Sindri klar? Die werden ihn nicht mal finden. Mhm. So, gehen wir mal rein. Krass. Was ist sind das? Alle eingefroren. Speisesaal. Ah, der große Speisesaal. Neidobjekt von ganz Midgard. War doch ein riesiger Kronleuchter. Hat richtig Leben in die Bude gebracht. Mhm. Sieht schon mal nice aus. Wow, was ist das denn für einer? Da. Wow. Du musst immer alles kaputt machen, oder? Oh nein. Wird der jetzt freikommen? Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, stand der Thron des Jahres auf der anderen Seite dieser Eiswand. Ich wusste es. Steinbart König. Yeah.
von Leben! Halt die Fresse, komm her! Keiler Ansturm. Hey, nice. Wie ging das nochmal? Steinbart König. Mutter sagte, der Steinbartkönig verdiente sich seinen Titel König deswegen, weil ihm niemand diesen Titel streitig machen konnte. Wenn man arrogant genug ist, sich selbst König zu nennen, sollte man es auch untermauern können. Was Steinbart konnte, er wurde nie im Kampf besiegt. Bis jetzt. Kommt her, ich mache euch fertig. Sehr gut. Alter, sind sie stark. Alter! Oh, ist das geil. Wilder Vulva. Aha. So, unser nächster Gegner.
Tschüss mit dir. Manchmal bist du mir echt unheimlich. Ja, ja. Wie war das? Besser. Wilder Oger. Okay. Puh. Alter. So. Na, was geht? Da vorne ist was. Siehst du, ihm geht's gut. Ja, war klar. Besser als Thors Söhne auftauchen. Habt ihr in Fafnirs Lagerraum etwas gefunden? Zum Beispiel... Okay. Was haben wir hier? Dat. So. Ah, nice. Stärke, Abwehr, Vitalität. Mhm. Was war denn da noch? Keine Ahnung. So, liebe Freunde, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mit dieser Folge hier Schluss und in der nächsten Folge machen wir weiter. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.